Hello everyone, this is Direwolf 20 and Don Red Horse in Forever Stranded. Die Sonne geht auf und es wird warm. Aber zum Glück kann ich mein Eis essen. So, ja, heute mal was anderes. Nicht weiter Applied Energistics oder andere Sachen, sondern ein bisschen umschauen. Was mir übrigens aufgefallen ist, ist, dass irgendwie die Hälfte nicht mehr funktioniert, wie es aussieht. Der Portable Temperature Regulator oder der Thirst Quencher. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auch die anderen Teile. Irgendwie habe ich dann doch beim letzten Cache anscheinend mehr verloren als nur die Quest Devices. Egal. Ich war ein wenig unterwegs, wie man erkennen kann an diesen ganzen Markierungen. Und ich wollte euch ein paar Sachen zeigen und ein bisschen kämpfen. Wichtig dabei ist nicht zu vergessen, dass gewisse Sachen nicht immer an der gleichen Stelle spawnen. Reoccurring Complex, was diese Sachen macht, hat auch eine gewisse Zufälligkeit und deswegen muss nicht unbedingt jedes Gebäude oder jedes Dungeon oder was auch immer das spawnt an der gleichen Stelle stehen, wenn ihr auch das Spiel spielt, ne? Oder bei einem anderen das gleiche sieht. Also den Tempel hier, den kennen wir ja, ne? Das ist ein ganz normaler Tempel. Ups. Und ja, gucken wir mal, ob wir irgendwas Interessantes finden. Gebesserte Holding. Oh, ein Ender. Ein bisschen roten Flash. Jetzt habe ich gerade meine Fackel weggeschmissen. Nicht intelligent, aber ist halt so. Aqua Affinity. Ja, baut man unbedingt in der Wüste. Implosion. Okay. Bis wollen wir nicht, machen wir nicht. Lass mal her. Aber deswegen sind wir ja gar nicht da. Also gar nicht hier. Ups. Sondern wegen den Globes, wegen den Globen, den Bällen, den Hundendingern, die ins Eckige müssen oder so ähnlich. Keine Ahnung, ob das gebaut ist oder von Jimmy Sheridan. Da ist noch ein Tempel, den lassen wir jetzt einfach mal. Und ich komme wieder, wenn ich da bin. Bis gleich. So, und da kommen die Globen ins Sichtfeld. Oh, sieht schon ganz cool aus, oder? Wie gesagt, keine Ahnung, ob Reoccurring Complex oder GV Sheridan. Gucken wir uns mal an, was dran ist. Auf jeden Fall jede Menge zu essen. Papayas.
Gooseberries. Ah ja, also auf jeden Fall hier ist eine. Praktisch schon, wie heißt's, ne? Im Garten. So ein hydroponischer oder so ähnlich. Oder irgendwas. Also ist nichts so besonders Interessantes. Ein Fruchtgarten. Oh, hier ist sogar eine Tür. Okay. Da hinten sind Mushrooms. Und hier gibt es auch jede Menge. Ist auch cool. Also wenn ihr bis jetzt mit Spice of Life Probleme hattet, jetzt nicht mehr. Hier gibt es genug zu essen. Pineapple. Ja, also auch nicht so interessant. Autsch! Ah! Die haben sich da versteckt. Naja. Oi, das war jetzt allgemein. Spawner. Das erklärt vieles. Also sieht es wohl danach aus, als wäre es GV Sheridan gewesen, weil. Ja, so viel Spawn auf einmal. Ist nicht normal. Ja. Häschen. Gut, ein bisschen umbauen. Weil es wird ja auch Nacht. Und wir haben kein Bett dabei. Oh, egal. Und es wird nicht nur Nacht, sondern... Wir kriegen auch noch einen Sandsturm. Oh Mann. Hallo Zombie. Harakiri. Irgendwie war das, glaube ich, nicht gut vorbereitet. Weil zum einen habe ich eben meine Lampen weg, meine Fackeln weggeschmissen und zum anderen habe ich mein Evil, Drop of Evil nicht dabei. Ne? Mit der ich ja ganz schnell ohne Probleme. Spawner wegkriegen würde. Egal. Jetzt sind wir einmal hier. Die Witch. Ha. Wo ist er? Oh Mann. Gut.
Kommt schon. Ah! Schenke, fest, Hilfe! Hinten sind Mushrooms. Gibt es denn hier nirgendwo Kohle? Da sind Schafe. Oh Mann. Gehen wir mal da oben gucken. Pferde. Und ein Compressed Chicken. Das wird witzig. Oh, doch nicht. Ich habe gestern, wenn die eine Menge Hühner rauskommen. Ah, ja. Was? Bacon Donut? GV Sheridan? Dead Pine? Hypnotized. Die heißen alle irgendwie. Iskall. Deathwitch Quatsch. Direwolf 20? Ey, der hat sich aber verändert. Also, wie man merkt, GV Sheridan war hier ganz eindeutig. Stellt sich die Frage, ob da irgendwo eine Kiste ist? Irgendwo was versteckt ist? Falls ich keine finde, könnt ihr mir ruhig in den Kommentaren reinschreiben. Chicken kann man auch mal essen. Okay, die Mushrooms. Hier sind Tinkers. Hier sind Bäume und andere Sachen. Strawberry Cup. Erdbeeren und andere Sachen tun wir mal ein bisschen mitnehmen, können wir was essen. Und ansonsten ein paar Bäume, Spruce. Ich hänge. Oh Gott. Tja. Das ist doof. Wie viel haben wir denn noch? Oh Mann, wir haben noch so lange. Und da sind immer noch Spawner. Das ist eine andere Stelle, oder? Ja, oh Mann. Das sind Schafe. Wasser! Und ein Spawner! Für Guardians! Wie cool ist das? Also wenn ihr Guardians braucht, hier ist ein Guardian-Spawner.
Ja, aber anscheinend nichts, was ansonsten interessant ist, glaube ich. Tja, ich würde dann sagen, also wenn ihr das euch anschaut, es ist ein ganzes Stück weg, ja, mit mehreren Tempeln. Und ich habe halt auch ein bisschen mehr mir angeschaut. Hier ist die Stadt. Hier hinten ist der Meteor. Tja. Ich würde sagen, ich gehe mal noch ein paar andere Sachen gucken und dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Das ist sicherlich interessant, nur ich habe keine Ahnung, ob irgendwas ist, irgendeine Kiste oder was Besonderes oder nur diese Ressourcen. Und deswegen bleiben wir nicht wirklich hier, ne? Also, bis gleich. Tja, hier ist ein anderes Ding. Und ja, das müsste von Reoccurring Complex sein, weil ja, ne, sind ganz normale 0815 Sachen drin, normales Dungeon Loot. Leider. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bisschen zu gucken. Was es so alles gibt, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel Lava. Zum Glück sind die nicht intelligenter als ich. Die fallen auch rein. Und ja, wie ihr seht, man kann auch sterben. Das war jetzt nicht so geplant. Also, ja, ich muss dann mal wieder da hinten hin. Irgendwie? Nee. Irgendwo da hinten. Und dann kommt dann hinten Cube. Ja, einmal schlafen. Und dann einmal kurz mein Zeug holen. Ach ja. Das funktioniert auch nicht, ja. Ja, ich komme gleich wieder zurück, ne? Bis gleich. So. Nachdem ich alle meine Sachen wieder zurückgeholt habe, bin ich jetzt an dem nächsten komischen Gebäude. Itzi bitsi Spider. Sieht mir bekannt aus, so ein bisschen.
Also es sieht bekannt aus, ist aber irgendwie anders. Autsch. Ist halt jetzt immer die Frage, GV Sheridan oder Recurrent Complex? Autsch. Es sieht nach. Oh. Es sieht nach Recurrent Complex aus. Hallo? Mein lieber Scholli. Mal wieder was essen. So, also ich bin der Meinung, das ist Recurrent Complex. Deswegen eigentlich mal wieder uninteressant. Also. Aus hier. Ja. Da hinten ist noch mehr. Also, wie gesagt, es gibt jede Menge zu sehen, zu finden. Hiervon ist noch ein Eingang, höchstwahrscheinlich von dem gleichen Gebäude. Also wenn ihr ein bisschen erkunden wollt und ein bisschen Spaß daran habt, euch von Tausenden von Mobs die Rüge einhauen zu lassen, dann könnt ihr das hier sicherlich tun. ja, den schauen wir uns noch an, weil dann gehen wir auch so ein bisschen Richtung Basis zurück. Aber ich glaube, das ist auch mal wieder hier. Reoccurring Complex, weil sieht einfach gleich aus, ne? Irgendwie sind halt auch sehr oft gleiche oder ähnliche Gebäude. Das ist ein bisschen anders. Also ich finde das ein bisschen unfair, dass ich wieder. Ohne Ende Probleme habe, die dummen Mobs zu treffen. Oh, danke schön. Spawner gibt es dann auch. Da war eine Kiste. Da ist ein Enderman. Da sind mehr Kisten. Aber normale. Oh, nein, nicht da rein. Kommen die alle her? Ach, da oben ist wieder ein Spawner. Ja, Lapis gibt's hier. Verärgerte Endermans.
Und ein paar Kisten, wo nichts ordentliches drin ist. Wir werden das noch niemals nach oben bauen. Ups! Hey, das ist witzig. Dummer Enderman. Ah, jetzt fällt es nicht mehr rein. Komm, komm. Doch nicht, schade. Ah, muss man doch sagen, das war gerade witzig. ja, das war der Entry. Hinten die Buildings ist das normale Buildings. Und da hinten ist dann unsere Basis. Da hinten gibt es dann noch mehr, noch Temples, noch ein Entry und ja, viele, viele Sachen. Aber das soll es höchstwahrscheinlich gewesen sein für heute. Eine kurze Folge. Mal kein Crafting. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Immersive Engineering. Weil wir da Sachen verbrauchen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Dann fangen wir auch dann danach mit Advanced Rocketry an. Rakete zum Mond oder so. Also nach Hause. Und damit haben wir dann auch Forever Stranded abgeschlossen. Ne? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ist immer ein bisschen was anderes. Und wo fliege ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Immersive Engineering. Hier unten drunter sind auch noch irgendwelche Sachen, höchstwahrscheinlich Minen. Ne? Es gibt genug zu tun auf dieser Welt, aber wir wollen weg hier. Bis demnächst. Ciao.